Als wir vor ein paar Monaten Gerhard netterweise für diese Veranstaltung kontaktierte, reagierte ich spontan mit folgenden Mail. Gerne akzeptiere ich Ihre Einladung, auch wenn ich mit dem Wort Ethik gewisse Probleme habe. Schätze mehr den Terminus Haltung, der schon Molly Nudge benutzte. Aber das kann ja der Beginn meiner Intervention sein. Ein paar Mails später war mein Titelvorschlag Design, Ethik, Haltung oder soziale Verantwortung. Das Ganze war im Frühling, das heißt einiger Zeit vor dieser Veranstaltung. Bei der Vorbereitung des Vortrags fehlte mich aber der Begriff Moral. Und ich merke, dass ihr ihn auch, das war nämlich am Anfang, war der auch nicht präsent und dass ihr ihn auch zugesetzt habt. Also er ist Minimum präsent im Feld, wenn man über Ethik spricht. Und er ermöglicht vielleicht gewisse Ebenen zu verstehen, wenn man diese vier Begriffe Moral, Ethik, Haltung und soziales Verhalten nicht als eins sieht, sondern vielleicht in seinen Unterschied versucht zu hinterfragen. Der Begriff Moral, eine auch Wiederbelebung, das müssen wir schon auch sehen, die man aus dem alten Christentum sieht, aber auch aus Zeiten, die uns ein wenig näher sind und die neben Ethik auch in unserer postliberalen Krisenzeit zurückgeistert, im Guten und vielleicht auch nicht unbedingt im Guten. Ich nehme an, dass seit gestern Morgen und diese Ansätze, die ich jetzt gehört habe, diesbezüglich schon einiges gesagt wurde. Ich möchte auch keine etymologische Diskussion hier führen, wo wie oft mit solchen Wertbenennungen bedeuten gleiche Begriffe nicht genau dasselbe in verschiedenen Sprachen, auch zwischen dem Schweizerdeutsch und dem Hochdeutsch, aber natürlich noch mehr in anderen. Diesen kleinen Wahrnehmungsunterschieden helfen sicherlich der Lesbarkeit, die Moral, the morality, la moraleggia, oder auch in Spanisch, der moralidad, oder in Französisch, la morale und seinen maskulinen Gleichwert, le moral. Die werden, auch wenn sie gleichen Ursprung haben, verschieden wahrgenommen und benutzt in den verschiedenen Kulturen. Die Geschichte der Religion und der Politik jeder Kultur spielt hier eine wichtige Rolle. Und es genügt nicht, meiner Erachtens, die lateinische oder griechische Ursprünge zu verstehen, um alles zu erklären. Die Enzyklopädie der Enzyklopädie des Terme philosophique européen von Barbara Cassin ist ein meiner Lieblingsbücher, weil sie genau diese komparative Ansätze der europäischen Philosophie versucht anzugehen, ist meines Erachtens, wenn man sich mit solchen Begriffen setzt, sehr wichtig, weil was in gewissen Kreisen so verstanden wird, wird absolut anders verstanden in anderen. Wir wissen, dass sogar das Wort Design ja nicht übergrenzend gleich wahrgenommen wird. Also das Ganze ist komplex und ich würde ungern durch ein Definieren das Ganze vereinfachen. Höchstens steht mein heutigen Beitrag als eine sonderliche Position, die eines Designers, der zwischen verschiedenen Ländern und Situationen versucht, mit einer klaren Haltung zu agieren. Diesen Vortrag ist aber auch für mich ein Versuch zu verstehen, wieso ich die einen Begriffe benutze und andere viel skeptischer angehe. Ich würde zum Beispiel nie persönlich sagen, dass ich dies wegen moralischen Gründen nicht thematisiere. Auch das Wort Ethik würde ich persönlich nicht benutzen, vielleicht mit Unrecht. Dafür würde ich
von meiner Haltung sprechen oder sogar von unserer sozialen Verantwortung gegenüber dies oder dies. Es kommt aufs Gleiche, werden gewisse sagen, ich bin nicht sicher. Als nicht geschulten Philosoph und du durch die Mehrsprachigkeit gibt es manche gewisse Verschiebungen und Unschärfe im Gebrauch der Sprache. Mein Ziel ist nicht unbedingt, sie hier zu korrigieren, sondern eher sie zu benutzen, um das Thema anzugehen. Diese Integration des Unperfekten und Verweigerung der Komplexität durch übergeordnete Definitionen oder Normen oder Kodex zu reduzieren, gibt uns schon eine Piste gegenüber diesen persönlichen Wortauswahl und auch diese Haltung. Aber vor diesen Punkt weiterzuentwickeln, möchte ich mich bedanken für diese Einladung, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, wichtiges Thema. Mir war in den letzten Monaten diese Übung für zwei Gründe wichtig. Der erste hat mit einer persönlichen Bilanz zu tun. Ich bin wieder mal umgezogen, Bibliothek eingerichtet, die Sachen wieder mal klassifiziert, ein Blick nach hinten. Also Zeit eines Zurückschauens mir gegeben. Ich erinnere mich an ein Treffen, das wir mit Lars Müller und ein paar andere Klassenkameraden in einer Hütte über Zürich als noch Studierende organisiert hatten. Die bekanntesten Grafiken der Region wurden eingeladen. Wir befragten sie über ihre Haltung als Kommunikationsdesigner, wurde diskutiert, debattiert. Irgendwie hatte ich wahrscheinlich einer dieser Väter ein wenig frech attackiert. Beleidigt warnten sie mir alle zusammen. Du bist noch jung, aber wir schon gesehen in ein paar Jahren. Soll ich übersetzen oder ist das okay? Ich erinnere mich mit meinem damals noch starken französischen Akzent, nicht ganz weggegangen, geantwortet zu haben, lieber Kühe werte als Kompromiss zu machen, die ihr gemacht habt. Solche öffentliche Äußerungen setzen natürlich ein ganzes Programm in Werk. Oder vergisst man den Spruch ganz schnell und lacht darüber? Oder steht das Wort wie ein Felsen nachhaltig im Weg? Heute habe ich ungefähr das Alter von diesen eingeladen, musste zwar keine Kühen wächten gehen, habe mich nicht mit Werbung ernährt, hatte das Glück, nicht zu viele schlechte Kompromisse eingehen zu müssen. Diese Haltung steht als meine Geschichte, als meine Verantwortung. Ich möchte sie in keinem Fall vor andere weder als Modell noch weniger als ethische Regel durchsetzen. Es ist meine Sache. Ich schlafe gut damit. Eine jüngere Generation könnte aber mich heute gerade so scharf kritisieren. Zum Beispiel meine Flugmeilen zusammenrechnen zwischen Zürich, Paris und anderswo. Eine Absenz von Haltung in anderen Bereichen feststellen. Wenn diese Kritik ermöglicht ist, dass andere sich eine Haltung konstruieren, einen Felsen in ihrem eigenen Weg setzen, finde ich es interessant. Wenn es auf Basis der gesellschaftlichen Korrektness, dann finde ich es weniger interessant. So, aber wieso diese Skepsis gegenüber Ethik oder Moral? Entschuldigen Sie mir jetzt meine Direktheit und auch versuchen, schnell auf den Punkt zu kommen, den können wir dann auch
schieben. Es ist auch nicht sehr wissenschaftlich, was ich jetzt sage, aber es muss raus. Man hat so viel Schweinereien gemacht im Namen der Ethik und der Moral, des Guten. Und man macht es immer noch. Ist die gute Form noch möglich, nachdem gutes Krieg gemacht wurde? Es könnte das Ende meines Vortrags sein. Es wäre auch eine Haltung. Das heißt, einen persönlichen Entscheid mit Konsequenzen, dessen Verantwortung man selber trägt. Es wäre aber vielleicht zu einfach. Aber ich denke, wir sollten uns auseinandersetzen mit dem Moment, in dem diese Begriffe plötzlich wieder in Kraft treten. Und wir sind in einem solchen Moment. Es ist ein Zeitgeist der Ethik und Moral. Es ist zum Beispiel interessant festzustellen, dass in den Wirtschaftsschulen Manchester, Stanford, St. Gallen nach 2008, nicht nach 2001, nach 2008, die Ethik wieder in Unterrichten eingeführt wurden. Ganz wichtige Programme sind wieder eingebracht. Nachdem man wirtschaftliche Krieger oder sogar Töter ausbildete, merkte man plötzlich, dass wenn sie wirklich total hemmungslos werden, sind sie gefährlich für das liberale System. Also führt man ethische Verhaltungsregeln ein. Wären Gesetze nicht richtiger? Lernen diese Wirtschaftsführer auch, dass man die Arbeit eines anderen nicht zerstören soll, dass man teilen soll, dass man sich sozial verhalten soll, dass man mit anderen teilen sollte? Ich denke nicht. Und da ist das Ende des Kodex auch. Diesen ethischen Diskurs steht als Schutz der liberale Struktur und nicht als Veränderung dessen. Kann ich im gleichen Sinn einen ethischen Diskurs im Kommunikationsdesign, der Kern des Fallen, erreichen? Ich denke auch nicht. Im Gegenteil, der ethische Diskurs schützt ihn. Also ich denke eher, dass es wichtig ist, die Immoralität des Designs festzustellen und jedem die Verantwortung geben, eine persönliche Haltung gegenüber dieser zu entwickeln. Der zweite Grund der Freude, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, ist verbunden mit einer konstanten, aber auch sehr aktuellen Auseinandersetzung mit der Republik, die Republika, und über dem die Repräsentation der politischen Territorien. Demokratische und das Solidarische auch. Mich interessiert das Verhalten der Menschen in Gesellschaften, das Verhältnis zwischen der Macht und den Bürgern sowie die Bürger unter sich. Der Designer als Schreiber der Macht, Écriture cérémoniale, also das so analysiert man ja andere Gesellschaften, oder als öffentlicher Schreiber, Écrivain public, also der hilft dem, der nicht schreiben kann, zu schreiben, hat das Geschriebene Einfluss auf der Beziehung zwischen der Macht und den Bürger, hat sogar die Form des Geschriebenen Einfluss auf dem Verhalten, auf der Beziehung.
Gibt es eine Art zu schreiben oder zu gestalten, die den Bürger besser respektiert, die seinen Interessen folgt, die ihn wieder in frei gewählten Vertrag mit seiner Repräsentanten setzt und wichtiger, die gegenüber ihm sich setzt? Steht Design als Bindeglied zwischen Bürger und Macht? Diese Fragen stellen wir uns im Rahmen vom Institut Civic City, der Nachfolger des Instituts Design to Context, das man geschlossen hat in Zürich, um in Zürich an der ZHDK anstatt kritisches Design zu forschen, Game Design und Trend Design entwickelt. Sicher viel wichtiger. Diese Fragen stellt man sich im Rahmen des CAS, Course for Advanced Studies Civic Design, auch. Was ist Civic? Und was ist Civic Design? Zuerst ist Civic Design ein notwendiger Pleonasmus. Den Begriff Civic Design bedeutet indirekt die Präsenz eines Designs, das nicht Civic ist, was nicht Civic wäre. Das gegen den Interessen des Bürgers, der Benutzer, der Republika agiert. Der Begriff Civic ist in Deutsch nicht so einfach zu verstehen. Es geht eben nicht um das Zivil, sondern um den republikanischen Abkommen oder Vertrag zwischen dem Bürger, Citoyen, und seinen Repräsentanten. Ein gegenseitiges Abkommen, was beide fordert, an den anderen zu respektieren und zivil zu agieren. Die Benennung dieses Konzeptes der Französischen Revolution und der frühen Republik des 18. Jahrhunderts wurde erst im 19. Jahrhundert ins Deutsche übersetzt. Ist eine Hypothese, die ich gerne nachfolge, der Absenz diesem Civic als im deutschen Wortschatz. An eine Zeit, in der sich durch die Reaktion, also im Deutsch wurde es übersetzt an einer Zeit, in der sich die Republik, die Revolution eigentlich schon durch die Reaktion sehr entschärft hat. Ich halte mich da kurz. Den Austausch zwischen den einen und den anderen ist ja selten direkt. Er geschieht durch Service, Räume, Objekte, Informationen, Prozessen, die meist von den Regierenden für das Volk konzipiert werden. Nicht mehr oder nicht weniger Akzeptanz dessen. Mit mehr oder weniger Akzeptanz denen. Man kann sagen, dass die Interaktion zwischen Bürger und Regierende durch das Unmenschliche des Designs oder oft des Nicht-Designs geschieht. Das Respektlose drückt sich in diesem Unmenschliche oft aus. Es führt selbst zu nicht-ziviles Verhalten. Wie kann man unter solchen Konditionen erwarten, dass der Bürger sich verantwortlich, voll und sozial verhaltet? Design unter diesem Blickwinkel zu betrachten, setzt uns in einer schweren Verantwortung. Wie geht es, lesbar zu machen, wie es notwendig ist, die soziale Verantwortung der Wirtschaft lesbar zu machen? Diese Verantwortung steht natürlich im Gegensatz mit verschiedenen Formen der Entmündigung unserer Gesellschaft. Entmündigungen, die meines Erachtens in Widerspruch mit der Demokratie und sicherlich noch deutlicher der Republik stehen. Versuchen wir, das auf der Basis eines realen Beispiels zu verfolgen. Eine der Studien von Civic City besteht darin, das Geschriebene eines normalen kleinen Stadt, 8000 Bewohner im Süden von Frankreich, systematisch zu analysieren. Versuchen zu verstehen, wer schreibt was, wofür, in welcher Form, für welchen Zweck.
so gut von der, vom Geschriebenen her als natürlich vom Gestalteten her. Dann Veränderungen vorschlagen im Sinne einer respektablen Ortschaft. Auch in dieser Normalität sieht man, dass der Bürger zwischen Autoritarismus, Moral, Norm und Seduktion permanent entmündigt wird, seine Verantwortung als Bürger entsorgen wird. Wie werde ich angesprochen? Nicht nur mündlich, sondern auch schriftlich wird man respektiert. In der Art, wie man angesprochen wird, da wurde ich im Zug schnell unterbrochen. Der kleine Informationsraum der Deutsche Bahn ist diesbezüglich auch sehr interessant. Es genügt nicht, mit Damen und Herren jeden Satz zu beginnen, marketisierte Sätze mit den Lautsprechern zu verbreiten, um respektvoll zu sein. Nur müssen im Sonderfall auch das Ganze funktionieren. Es ist ein wenig das Effekt des amerikanischen Please stay behind the red line. Und wenn man auch nur einen Spitzenschritt darüber geht, wird man angeschreit, wie man in einer schlimmsten Diktatur wäre. Wir hatten in dieser Kleinstadt ein Beispiel eines Schwimmbades genommen. Erstes Schild, Sie sind per Video überwacht. Zweites Schild, ziemlich zerstörtes, lausiges Identifikationsschild, Piscine Municipale, kommunales Schwimmbad. Dritte Schicht, seduktive, alle Veranstaltungen kleiner Plakaten, die Balle, alles, was eigentlich in diesem Dorf oder Kleinstadt passiert. Viertes, wieder autoritär und vulgär, die verboten und geboten, die nach und nach addiert wurden, zu meiner so totale Dekoration zu schaffen. Die Frage war, ob es möglich ist, einen anderen Ton der Stadt zu geben und ob diese zivile Umgebung auf das Verhalten der Bürger Einfluss haben kann. Wir hatten einen Präsident, da spreche ich als Franzose, nicht als Schweizer, ich bin auch halb, den wir zum Glück in Abschied gegeben haben. Ein Rechtspopulist, ich meine Sarkozy, denn in den Banlieues ging um das Unzivile der Jungen diesen Quartieren festzustellen. Seine Lösung war mehr Gefängnisse, Strafen der Eltern, Ausgangsverbot und so weiter. Dieses Verhalten hat mich motiviert, das Thema anzugehen und festzustellen, dass das Unzivile an solchen Orten absolut geteilt ist und dass der einzige Weg, diese Republik irreprochable eigentlich ist. Die Beispielshaftigkeit des Verhaltens der Regierenden, nicht nur als Mensch, sondern in ihren Einfluss auf dem Unmenschlichen, auf das Design, das den Rahmen des gemeinsamen Lebens ist, hat eine absolute hervorragende Rolle. Diese Verantwortung haben politische Repräsentanten, vor sie die Bevölkerung befluchen. Nicht nur respektabel Umwelt und öffentliche Service, sondern auch korrekte soziale Konditionen. Ich möchte aber nicht sagen, dass Zivisme nur existiert, wo es Geld und Komfort und schöne Umgebung gibt. Im Gegenteil. Das Unzivile herrscht in den Reichtum, auch in der direkten Demokratie, auch in Orten der Ausbildung. Die 7 Jahre, die ich in Zürich lebte, reichten im
Zürich, sorry. Die 7 Jahre, die ich in Zürich reiste, unangenehmste Stadt der Welt, nach gewissen Rankings, und die paar Monate, die ich wieder in Montreuil, an der Grenze von Paris, eine Banlieue, wo zum Beispiel die zweitgrößte malische Stadt ist, Stadt von Mali ist, also die ist dort, aber auch eine enorme Rom- oder Zigeunerkommunität bewohnt und andere große Armut, hat mir gezeigt, dass die Solidarität, die gegenseitige Hilfe, das Dulden der Differenz, die Freiheit so viel größer an diesen Orten als im Schweizer Paradies herrscht. Obschon das ein Hochburg eines ethischen Diskurses ist. Auch muss man sagen, eines Versuches, sämtliche Störfaktoren abzuschaffen, es herrscht in diesen Stadt, was ich ein Sozialegoismus nenne, ich spreche da von Zürich. Und diesen Begriff Sozialegoismus ist mir immer wichtiger geworden. Das ist etwas, was auch uns irgendwie moralisch abstresst. Der Paradigma dessen, und ich werde da vielleicht ein wenig politisch unkorrekt, sind meines Erachtens die autonome Kindergarten. Man schafft eine Infrastruktur, man betreut sie, sie ist mit großem Engagement unter sich verwaltet, das Ganze für unsere Kinder. Und so funktioniert eigentlich das ganze System in der Schweiz. Für mich ist sozial genau das Gegenteil. Die Schule, in der alle gehen können und gleich behandelt werden. Eine Schule, in der die Eltern nichts zu suchen haben. Ein wenig politisch unkorrekt. Unkorrekter noch vielleicht die Hypothese, dass durch Abschaffung gewissen Hindernissen, wo das Stolz des Designs ist, also wie viele Artikel über die Abschaffung der Stufen der Tram, so dass man jetzt ebenerdig reinfahren kann. Meine Hypothese ist, dass das ein soziales Desaster ist. Dass wir im Gegenteil Hindernisse schaffen müssen, dass wir uns wieder helfen müssen. Dass es Schwierigkeiten braucht, dass es überhaupt Austausche gibt. Weiter führe ich das nicht aus. Also die Stufen im Bus oder Tram führen zur Obligation der Mithilfe, ihre Abschaffung, zu uns soziales, unsoziales Verhalten. Und in der Panik des möglichen Verlierens sind natürlich reiche Städte wie Zürich, reiche Länder wie die Schweiz, hohe Burge der Frustration, gegenseitige Kontrollstätten, Undulden der Differenzen, Neid, Stress, sogar etwas, was für mich das Schlimmste ist, was in der Schweiz noch das Verpfeifen, der Nachbar verpfeifen. Wir haben mal im Rahmen von der Bearbeitung einer Enzyklopädie der Bilder des Friedens, haben wir mit Raumgestalters mal die Analyse der Plätze von Barcelona gemacht und haben versucht, zu den Studierenden gefragt, jetzt
bringt uns zwei Beispiele, ein Platz, wo ihr denkt, da herrscht das Krieg, und ein Platz, wo ihr denkt, da herrscht Frieden. Und wir sind nach einer Woche spazieren in diesen Orten und analysieren diesen Ort eigentlich auf zwei Plätzen gekommen, wo nach uns absolut, oder zwei Familien von Plätzen, absolut die Repräsentation des einen und des anderen sind. Das erste ist diesen Platz, den ihr alle kennt, wahrscheinlich diesen Platz, wo beim Hafen gebaut wurde, wo diese Skulptur herrscht von, was ist das? Das ist Liechtenstein. Völlig mineral, kein Baum, nichts. So, das ist ein Typus. Das ist diese Arbeit, die uns oft gegeben wird. Eigentlich, wir sind eine Art Hygienisierer der Gesellschaft. Wir sind da, Designer sind da zum Räumen, zum das Chaos aufzuräumen. Und Kommunikationsdesigner sind natürlich, machen genau dasselbe, wenn sie Corporate Identity Programme machen. Das zweite Park, wo wir auch ein wenig in dieser Ebene gesetzt haben, ist das den Park von Jean Nouvel. Jean Nouvel hat einen Park im neuen Teil von Barcelona gemacht, da wo er auch seinen Penis aufgestellt hat, der völlig eingemauert ist. Hohe Mauern, also die Sicherheit drin. Ja. Das war für uns die zwei Kriegsorten. Ziemlich interessant. Und der Friedensort war einen kleinen Park, in dem es ein Wasserbecken gab. Also es gab auch zwei Beispiele. Es gab einer, wo man Picknick machte, wo völlig Chaos war und wo die Bürger runterkamen, grillieren. Und, ja. Und das zweite war ein Ort, wo ein Wasserbecken, der ziemlich gefährlich war, jetzt im Park war. Und der Vorteil dessen ist, dass die Mütter und Väter, sorry, jetzt mache ich Gender, danke, die Väter und Mütter, die Eltern am Rande diesen Becken sich trafen, weil sie natürlich ihre Kinder hüten mussten. Also plötzlich gab es eine Obligation an Solidarität gegenüber den Kindern, die in diesem Wasser sich setzen. Und solche Punkte zeigen für mich, dass einfach diese Regelungen nicht so einfach sind zu setzen. Und ich wünsche euch viel Glück in eurer weiteren Auseinandersetzung mit dieser ethischen Problematik. Ich möchte enden mit einem kleinen Austausch, oder Debatt oder Diskurs, und ich finde Diskurs und Disput natürlich das Wichtigste, um überhaupt eine korrekte Haltung zu. Darum sind so Diskussionen auch sehr wichtig. Also darum muss man manchmal auch ein wenig provozieren. Wir müssen unbedingt nicht die gleiche Ethik haben. Wir müssen unsere Ethik in Friktion setzen. Und ich finde das auch interessant, wenn man den Kongress der Ärzten sieht. Die sind ja die Ersten, die nach 1945, nach dem Desaster der Nazi-Benutzung der Medizin, eigentlich einen Ethos-Kodex eingeführt haben. Aber wo er interessant ist, ist, dass er seitdem permanent in Debatte steht und permanent in Diskurs und permanent wieder weiter bearbeitet wird. Und ich hoffe, dass jeder eigentlich seine Haltung aufbauen kann um diese Sache. Also, der französische sozialistische Kulturminister sprach in einem Diskurs vor ein paar Wochen von Morale laïque, der in die Schule als Unterricht wieder einführen wollte. Diesen Vorschlag kommend
von einem Philosoph führte natürlich zu intensiven Kontroversen. Ich denke, sie kann für unsere Reflexion bereichernd sein. Also in diesem französischen Disput um die Moral laïque wurde der kantische Unterschied zwischen juste et bien in Vordergrund gesetzt. Also das Rechte und das Gute. Was ist gerecht und was ist gut? Die Frage der Gerechtigkeit betrifft unsere Beziehung zum anderen. Sind wir respektvoll zum anderen? Behandeln wir alle gleich? Die des Guten bezieht sich vielmehr auf sich selbst. Welchen Typus von Personen will man sein? Wie kann ich dem Guten entsprechen, das Gute machen? Welche Werte vertrete ich? Jankelevich sprach über den Paradox der Moral, weil es kein Kriterium gibt, um das Gute im Gegensatz des Schlechten zu definieren. Die Moral ist Liebe, sagten andere. Das kann man weder lernen noch belehren, außer zu manipulieren, nicht was man denkt, sondern was man fühlt. Was als solche allgemein definiert wurde. Im Gegenteil, das Gerechte kann definiert, geteilt, gelernt, belernt und auch bestritten werden. Im Laufe dieser Diskussion behaupten sogar einige, dass jedes Programm, das behauptet, eine Vision des Guten gegenüber anderen zu behaupten, moralistisch und fragwürdig sei, weil es schlussendlich die Koexistenz der Pluralität widerspricht. Und das ist der Debatt, glaube ich, der sehr wichtig ist gegenüber dem Menschenrecht. Also die Rechte des Menschen ist eine Sache, die Debatte gegenüber der notwendigen Pluralität der Sicht auf diesen Rechten ist natürlich auch ein Thema. Als Beispiel wurde so gut religiöse Haltung als auch die schwarzen Jahre des 20. Jahrhunderts gebracht. Aber was uns interessiert ist, dass es in Opposition zum Gerechten gestellt wurde. Basis jeder Gesellschaft, es ist das, was uns verbindet. Es steht permanent in Diskussion, in Disput, in Verhandlung. Kein außenstehendes Element, sondern die Basis des Vertrages, was Differenz verbindet, ohne sie zu negieren. An diesem Punkt befinden wir uns in Ebenen, die uns bekannt sind als Kommunikationsdesign. Solche, die direkt mit unserer Disziplin in Verbindung stehen. Wir müssen ja schlussendlich ein wenig konkret werden. Für mich geht es um Identität, Differenz wieder mal. Die Moral ist ein Außenstehen des Gutes, an dem sich jeden referieren soll. Ein wenig wie eine Marke, ein Corporate Identity, ein Brand oder auch eine Fahne. Respektiv ein Zeichen, unter dem man sich einheitlich stellen soll. Es hat was vom Glauben. Diesen Versuch der Vereinheitlichung war mir schon immer dubios. Unter welchem Grund kann diese Vernichtung der Differenzen argumentiert werden? Die Italiener hingegen benutzen, um diese Aktivität zu beschreiben, den Begriff Immagine Coordinate. Ich habe das schon öfters in Vorträgen gesagt. Wir koordinieren Erscheinungen, damit sie erkennbar bleiben als Teil eines Ganzen. Das Erkennbare ist weitaus noch nicht das Gleiche. Im Gegenteil, ab dem Moment, dass diese Beziehung definiert ist, kann das Einzelne seine Differenz pflegen, soweit es im Vertrag bleibt. Die gerechte Beziehung ist zu finden. Eine Sprache definiert durch die Grammatik Ein Corporate Design sollte nicht anders sein als die Erfindung von visuellen Sprachen, die genug komplex sind, dass die Differenz innerhalb möglich bleibt. Ist das auch möglich in einem Kodex? Danke.
vielen Dank. Hallo. Vielen Dank für diese, wie ich finde, richtige Intervention, die uns als ein neuer Anspruch entgegentritt. Und ich hoffe, dass Sie diese Intervention aufgreifen und vielleicht auch uns mit unserem Ethik-Kodex-Ansinnen vielleicht etwas hinterfragen. Wer möchte? Ganz kurz, also nicht um das Mikrofon zu monopolisieren, nur um auch vielleicht Denkraum für andere Frager zu schaffen. Vielen Dank für diesen Denkanstoß. Ganz wichtig finde ich, dass du aus deiner interkulturellen Perspektive her sehr klar zeigen konntest, welche verschiedenen Konzepte hinter diesem so scheinbar eindeutigen Begriff der Ethik und der Moral stehen. Ich meine, das kann man historisch zeigen, dass sich natürlich Konzepte philosophischer Ethik entscheidend gewandelt haben. Man kann es aber auch im Querschnitt zeigen, jetzt stellen sich unterschiedliche Menschen ganz unterschiedliche Dinge unter diesen Begriffen vor und tun in deren Namen auch etwas ganz Unterschiedliches. Und wovor du vollkommen zu Recht mit meiner vollsten Zustimmung warnst, ist also dem Begriff von Moral aufzusitzen, der dazu dient, soziale Verhältnisse und individuelles Handeln zu rechtfertigen, das, und das ist jetzt der Witz, moralisch gar nicht gerechtfertigt werden kann. Das heißt, Moral als funktionalistisch betrachtet, als ein Werkzeug durch Verinnerlichung von Gesetzen und Geboten Herrschaftsverhältnisse zu stabilisieren. So, und jetzt könnte man natürlich sagen, was du nicht gemacht hast, also was in der Vergangenheit oft gesagt worden ist, ja, das ist eben die falsche Verwendung der Vorstellung von Moral. Richtig verwendet heißt Moral was ganz anderes. Das ist aber nicht so, sondern Moral ist selber in sich, du hast es auch mal erwähnt, etwas Paradoxes. Moral ist ein Zwangsinstrument, ohne dass es keinen sozialen Zusammenhalt geben kann. Und jetzt variiere ich einen Satz von Kant, den er eigentlich auf die Pädagogik gemünzt hat. Und jetzt kann man aber fragen, wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange? Es gibt ohne moralische Besinnung, würde man von Kant her sagen, überhaupt keine Möglichkeit, aus diesem Paradox herauszukommen und tatsächlich durch moralische Kritik unmoralischer Zustände Freiheit zu vergrößern. So, und wenn wir jetzt einen Kodex so verstehen, Moralkodex als praktisch wie ein Katechismus, postchristlich Ersatz für ein autoritäres System von Geboten, dann gehört er sofort in die Tonne und dann arbeiten wir da überhaupt nicht weiter, sondern ein Moralkodex, der nicht etwa so aussieht, wie der diese Anregung, auf die du jetzt uns hier gestoßen hast, nicht enthält, der kann gar keiner sein. Und ich meine, wenn ich es ein bisschen pointiere, würde ich sagen, das, was du vorgetragen hast, mit dem du geschlossen hast, das wäre schon ein erster sehr schöner Vorschlag für einen Kodex, denn wie ich gestern auch sagte, der Kodex, der von irgendwoher verordnet ist und der nicht sozusagen von innen aus dem Bereich der Kommunikationspraxis kommt, der kann ja auch niemals irgendeinen Anspruch auf einen vernünftigen Konsens haben. Darauf wird sich niemand einigen können. Wenn ich an eurem Platz wäre, aber das ist vielleicht ein wenig kurz gedacht, würde ich in keinem Fall Behauptungen, sondern Fragen setzen. Also eine Ethik basiert auf Fragen. Und ich denke, das ist viel stärker, das heißt, dass jeder sich eigentlich diese Fragen antworten muss und nicht unbedingt das Modell nehmen muss. Und wenn ich deinen Vortrag gehört habe, konnte ich ja alles kaschieren und sagen, ich bin ja einverstanden. Nachher, die Frage ist die Schachtel, in der das kommt und die Form, wie das überhaupt übermittelt wird. Also, auch vielen Dank für deinen Vortrag. Ich merke immer sofort, wie der einen, wenn er einen Vortrag zum Nachdenken anregt, dann ist er natürlich genau richtig. Und ich glaube, der zentrale Begriff und auch dein Unbehagen einfach an der Moral kann man quasi festmachen an diesem Begriff der Mündigkeit. Mhm. Weil es hängt quasi entscheidend daran ab, ob quasi so eine Moral im Sinne der Entmündigung eingeführt wird. Und du hast ja richtig festgestellt, dass gerade diese jetzt wieder aktuell entstehende Klassengesellschaft zwischen Arm und Reich, dass die wieder zu versuchen führt, den Bürger zu entmündigen.
Und wenn es quasi, wenn die Moral diesem Zweck dient, zu dieser Mündigkeit wieder hinzukommen, also eine Erziehung zur Mündigkeit zu machen, dann ist das, hat es eine ganz andere Art von Offenheit. Und wie du richtig dargestellt hast, ist momentan wieder so ein Sicherheitsdenken, also Sicherheitspolitik steht wieder im Vordergrund. Und das ist einfach eine Form von Entmündigung, die ganz stark festzustellen ist. Und die aber die kann, darf ich dich unterbrechen? Ich finde, die kann auch durch schlechtes Gewissen kommen. Also schlechtes Gewissen ist auch eine Entmündigung. Und ich muss, also auch da werde ich jetzt wieder gefeuert, und zwar nicht genug. Eine gewisse Ebene des Ökologischen ist für mich, macht mir sehr Angst. In diese Richtung. Das heißt, auch wieder da kommt man eigentlich mit, auch wenn ich absolut einverstanden bin mit dem Zweck dessen, also dass wir müssen ändern, wir müssen unsere Planet anders funktionieren und so weiter und so fort, aber muss das auf ethisch-moralischen Ebenen sein, das heißt auf du machst nicht das Richtige oder muss das auf andere Basis passieren? Und ich bin einfach für die Politisierung im Sinn des Streites und nicht unbedingt die Richtlinie. Das, ja. Also ein schönes Beispiel hier, ich weiß nicht, ob du das teilen würdest, das ist für mich der Manufaktum-Katalog, der das... Ich kann jedes Objekt abhaken, kann sagen, wunderschönes Objekt, schönes Design, Produktionsprozesse, haptisch und so weiter. In seiner Gesamtheit wird es mir schlecht. Und in den Texten, die dazugefügt sind, wo eben quasi religiös schon verbrämt diese Objekte angeboten werden und wer sie nicht, sagen wir so, schätzt, moralisch schon fast verwerflich ist, es ist furchtbar. Ja? Also das Gute wollen, es gibt sie noch, die guten Dinge. Ja. Furchtbar. Ich glaube, ich würde uns gerne in 20 Jahren wieder treffen und schauen, ob weil es ist jetzt aktuell und wir wissen noch nicht, wo das Ganze geht. Aber es ist ganz klar, dass nach 2001 gab es zwei Effekte. Die Renationalisierung, also wieder das Denken im Kleinen, in Territorien, in Kommunitäten, in Egoismen. Und das Zweite ist die Wiedereinführung, das ist dann 2008, ist die Wiedereinführung, also der Bruch nach dem Misserfolg des Hyperliberalismus, müssen wir wieder, es kann so nicht weiter, also müssen wir die Regeln wieder setzen. Und das ist eigentlich ein enormen Druck auf den Bürger und nicht ein demokratischen Druck, es ist ein moralistischen Druck. Hinzugefügt, auch was wir gestern hatten, was du ja nicht, leider nicht verfolgen konntest. Aber da hatten wir zum Beispiel auch sozusagen böse Beispiele gezeigt bekommen oder auch schon selber gewusst. Zum Beispiel gibt es ja Bücher, die heißen dann auch noch Form und Ethik. Und ich schimpfe sozusagen immer drüber, einige Studierende wissen das, dass ich das sage, es ist wie ein Alibi-Buch. Also weil da eben genau in dieser Form, was du ja auch vehement sagst, das darf nicht passieren, dass man versucht sozusagen irgendwie Vorschriften zu machen, tue dies, tue das nicht und dann ist alles wunderbar und man kann sich dahinter verstecken und sagen, es ist ein wunderbares Buch und weil ich das gelesen habe, bin ich schon im Reinen, also kenne ich mich aus, sondern das ist eben auch unser erklärtes Ziel, dass wir also aufgrund der Diskussion und einer Art von Entwickeln von eigenen Haltungen, das Trainieren von Entwickeln eigener Haltung, viel stärker auf diesem Wege dazu kommen, dass man für sich sagen kann, so und so ist das Handeln eben das Angemessene. Nur das ist eben hinterher, und das wird das Schwierige sein, das zu formulieren. Weil also, schlussendlich ist es ja auch kontextuell. Eben genau. Effektiv, die, also man hat zwar einen großen Felsen, der sagt, ich mache das nicht, aber die Kompromisse machen wir jeden Tag. Und es ist und die sind sehr wichtig, die können sehr schlecht sein, auch wenn sie in einem Kodex sind. Ja, vielen Dank auch für den sehr anregenden Vortrag, der wirklich für mich jetzt sehr, sehr viele schöne Gedanken erzeugt hat. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit dem Widerspruch. vielleicht kann ich es darauf versuchen, auf einen Punkt zu bringen. Sie haben hier jetzt für mich den Antikant gegeben. Also es ist in jeder Sache, und zwar
Und zwar eigentlich ein Rückschritt hinter die Aufklärung wieder zurück. Also dass einfach die Idee von die Kant, das ist jetzt schon ein paar hundert Jahre her, also ich dachte eigentlich, es ist mal angekommen, aber anscheinend nicht, dass er sagte eben dieses sapere aude, wage selbst zu denken. Und jetzt, was ich jetzt so gehört habe, war wieder plötzlich diese Moral, die er Kant in diesem Aufsatz, was ist die Aufklärung, angegriffen hat, nämlich, dass es vorgeschrieben wird, ich habe den Pfarrer, der für mich denkt, ich habe das Buch, das mir vorschreibt und weiter. Und Kant hat es ja daraus befreit und hat ihm gesagt, der einzige Gesetzgeber ist in dir selbst, du brauchst keinen Kodex, du brauchst kein Ding, sondern du brauchst das moralische Gesetz in dir. Und hat er dann eben diese Antinomien in seiner Kritik der theoretischen Vernunft dann das gebracht, dass es diesen Widerspruch der Freiheit gibt. Und er sagt ja eben, die Tatsache, dass ich mich an das in mir gegebene, aus der Vernunft mir gegebene moralische Gesetz halte, ist der höchste Grad der Freiheit. Also das ist, diese Adorno-Moralphilosophie-Vorlesung von 63 ist eigentlich das ganze Semester beschäftigt er sich mit dem und ist genau das Gegenteil von dem, was Sie sagten. Also ich kann da auch nicht ganz antworten. Also ich bin eben, da ist meine Limite auch als Laienphilosoph. Da kann ich nicht auf. Aber es ist so eine religiöse Vorstellung von Moral. Es ist so eine wirklich Rückfall in die katholische Präreformation. Ja, aber andererseits, was mir an Kant immer ein wenig gestört hat, ist schon genau diese Reformationsgedanken im Sinn. Wir sind also eigentlich das Eurozentrismus, wo er eigentlich nicht, über dem er nicht gegangen konnte. Und da, wenn Sie Kant sind, werden Sie mich wahrscheinlich. Bin ich gar nicht. Also, aber weil zum Beispiel jetzt die Haltung ansprechen und so. Die Frage ist: Es verbietet Ihnen niemand jetzt das Fliegen. Aber wenn Sie sagen, wenn Sie selbst drüber nachdenken, können Sie für sich zur Haltung kommen. Zu viel zu fliegen ist schlecht für unsere Welt, global gesehen. Es trifft jetzt nicht hier uns und die Schweiz als Letzte, die wir als Letzte überflutet, sondern es werden die Südseeinseln als Erste überflutet. Also es ist eine globale Denkweise. Aber es geht nicht darum, jetzt erstens, Sie haben dann gefragt, soll man vielleicht das Gesetz lieber statt der Moral nehmen? Ja, soll man per Gesetzes regeln? Dann sage ich, na lieber nicht mal per Gesetz, nicht alles verbieten, sondern lieber mal moralisch argumentieren und nicht per Gesetz und Verbot und Strafe. Und das Zweite ist dann eben diese Haltung. Wir brauchen ich nehme jetzt mal dieses Flugbeispiel, weil es so griffig ist. Wir brauchen keinen moralischen Kodex, wann man fliegen darf und wann man nicht, sondern wir brauchen einen mündigen Bürger, den Citoyen, der nachdenkt und sagt, nö, zwischen Zürich und München fahre ich lieber mit dem Zug als mit dem Flugzeug, weil das der Umwelt besser tut. Und das ist dann die eigene Haltung, die man einnimmt. Und dann sind wir wieder bei dem Prinzip, dass es wirklich um dieses Selbst geht, die Freiheit, sich da zu entscheiden. Aber ist das Gegensatz von dem, was ich gesagt habe? Ich glaube nicht. Na, weil Sie sagten, Moral ist das, wenn es von außen sozusagen vorgegeben wird, dann das schlechte Gewissen, ja, und die Vorgaben. Und ich sage, nein, das ist die eigene Entscheidung, diese Freiheit der eigenen Gesetzgebung. Die Moral nach mir oder das Moralistische beginnt, dass ich mich nicht mehr getraue, nach Amerika mit dem Flugzeug zu gehen plötzlich, weil es, sagen wir, als negativ gesehen ist. Und das sind Elemente, die wir ganz genau wissen. Wir entscheiden, einerseits haben wir Kraft zum Entscheiden, aber ganz oft entscheiden wir auf Folge des politischen Correctness. Und ich denke nicht, dass das, ich denke, beide sind eigentlich im Spiel. Also das schlechte Gewissen, das finde ich ja schon ein, die Schweiz ist ja auf dem aufgebaut. Man macht trotzdem, dass man weiß, dass es eigentlich nicht das Richtige ist. Ein Bankgeheimnis zum Beispiel. Also man wird reich, dadurch man eigentlich von den anderen profitiert. Man weiß das und man möchte eigentlich nicht drüber sprechen. Ist so wie ein Kreis. Und ich finde das schon interessant zu sagen, was kann so etwas bekämpfen? Also wie kann man so etwas auch aufmachen? Ist es via
Kodex, ist das via Gesetz, ist es via Einzelinitiative. Ich denke alle drei, ehrlich gesagt. Und alle Elemente sind auch verbunden. Also es ist nichts autonom. Aber ich denke auch nicht, dass ein Kodex da genügt. Oder besonders, dass er vielleicht auch indirekte Effekte hat. Das merkt man im Moment zum Beispiel mit den nationalistischen Haltung, die Schweizer pflegen und so weiter. Also wie können wir so eine Frage, und wir haben ganz viele solche Fragen, glaube ich, wo wir einfach zu bearbeiten haben. Und ich finde, das Beste ist im Disput, ist in der Diskussion, ist in der, und man merkt ganz genau, in der Schweiz ist das kein Thema. Man darf nicht über Bankgeheimnis sprechen, sonst ist man schon kriminell. Also ist man schon einen internen Terrorist wahrscheinlich oder so etwas. Ich möchte noch mal eine Bemerkung zu dem griffigen Beispiel des Fluges machen, weil ich denke, der Flug gehört zu dem Werkzeugkasten des Designers, wie ich gestern gesagt habe, ist das gehört zu den Mitteln des Designers, wenn man diesen Designbegriff ausbaut und nicht jetzt nur zum Beispiel Orientierungssysteme vor Ort macht, sondern global agiert. Und das ist sozusagen der Anspruch dieser Art des Designs, dann gehört der Flug dazu oder die Mobilität gehört dazu, ja, und man muss diese Mobilität sozusagen hereinholen in den Gesamtgedanken, was design ich eigentlich, und da ist der Flug ein Bestandteil des Gesamtkonzeptes, und den sozusagen vorschnell auszuschließen, weil so und so viel CO2 oder vielleicht noch den Baum zu sponsern, der irgendwo gepflanzt wird, ist eine kurzschlüssige Art, dieses Problem zu lösen. Das Problem ist viel offener und viel schwieriger, aber, als jetzt so ein Rezept daraus zu machen. Aber da gebe ich Ihnen völlig wahr, dass es darum geht, die Wichtigkeit der Sache einfach zu pointieren. Das heißt, es ist tatsächlich ein Problem und man darf nicht über das Problem übergehen, aber es heißt nicht, dass man das Problem abschafft. Und